Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Heute, am 10. Januar, wird im Zille-Museum der 160. Geburtstag von Heinrich Zille gefeiert. Kein anderer Zeichner und Fotograf fing das damalige Berlin so sozialkritisch und liebevoll ein wie der Pinsel Heinrich. Das Zille-Jahr 2018 wurde an seinem Geburtstag feierlich eröffnet mit vielen geladenen Gästen und Berliner Volkstypen aus dem Milieu. Gegründet wurde das Zille-Museum, um der Stadt, ihren Bürgern sowie ihren Besuchern aus aller Welt einen Ort der Erinnerung mit den Werken ihres großen Sohnes und 80. Ehrenbürger Heinrich Zille zu schaffen. Herr Plate, sind wir soweit? Ja. Okay, Sie sind der erste Vorsitzende des Fördervereins Heinrich Zille. Seit wann gibt es den Verein? Eigentlich seit 2000, aber eigentlich schon ein bisschen früher, eigentlich seit fast 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat der Urenkel von Heinrich Zille, der Heiner Preetz Zille, umworben, also auch bei Künstlern nachgefragt, behilflich zu sein, ein solches Museum zu gründen. Und das gibt es nun seit 17 Jahren. Wie kam es denn zu Ihrer Leidenschaft zu Heinrich Zille, ihn zu spielen und alles? Wissen Sie, ich bin ja in der Mitte groß geworden, also da, wo Berlin ist, also im Scheunenviertel, direkt in der Ackerstraße. Und als ich klein war, da waren ja ein Haufen Trümmer da noch, aber irgendwie wehte da noch so ein Hauch, sage ich mal, wie ich später erkannte, von Zille rüber. Weil ich habe mit 7 oder 8 Jahren auch schon ein Buch bekommen, auch dieses vorhin zitierte Buch von Heinrich Zille, also über Heinrich Zille mit seinen Zeichnungen. Das habe ich in der Ackerstraße an vielen Ecken auch wiedergefunden, schon als Kind. Zwar nicht die bestimmten Städten, also wo die Huren verkehrten, sondern aber so das andere Berlin. Und von daher war mir das immer sehr nahe. Außerdem fand ich die Zeichnung von Heinrich Zille immer sehr witzig. Auf der einen Seite haben sie einen schockiert, auf der anderen Seite haben sie einen auch sehr erheitert. Jetzt erzählen Sie mir über das Museum. Das ist eine private Initiative? Ja, das ist eine private Initiative, die ich durch, also auch privat rechnen muss, durch die Eintrittsgelder, durch Spenden oder durch Benefizvorstellungen, die ich dann manchmal mache, müssen wir uns selber tragen, ja. Wir haben also bisher keinerlei Zuschuss bekommen von der Stadt Berlin. Und wir hoffen aber darauf, dass wir nur endlich mal ein bisschen bezuschusst werden. Es ist schon eine Reise wert, also Berlin sowieso, aber das Zille-Museum muss ein Muss sein. Auf jeden Fall, wer Berlin verstehen will, muss hier reingehen. Und dann letzten Endes, Berlin kann man nicht erklären, Berlin muss man empfinden. Und empfinden kann man am besten Berlin durch diese Ausstellung hier. Ein Grußwort gab es auch vom Kultursenator Dr. Klaus Lederer. Naja, Heinrich Zille war halt so ein ganz bodenständiger Künstler, der mit offenen Augen durch die Stadt gegangen ist und einfach gezeichnet hat, was er gesehen hat. Und er war kein großer Ideologe, er war kein großer Belehrer, er hat einfach dargestellt, wie diese Stadt ist. Und man darf nicht vergessen, das wissen die wenigsten heutzutage, er war auch einer der Vorkämpfer letztlich so der fotografischen Moderne. Denn was Zille gezeichnet hat, das hat er nicht zuletzt vorher auch aufgenommen, hat er fotografiert. Man kann es hier sehen und ich kann nur sagen, wer ein Bild bekommen möchte von dem wirklich vielseitigen Wirken dieses großartigen Künstlers und 80. Ehrenbürgers, soll hierher kommen ins Zille-Museum. Der Urenkel des Künstlers. Erklären Sie mir mal die Geschichte Ihres Uropa. Wunderbar, eine gute Sache. Gut, mein Urgroßvater Heinrich Zille hatte 3 Kinder, wobei alle 3 verheiratet waren und der mittlere, der Hans Zille, Lehrer in Pommern, war der einzige, der Heinrich Zille ein Enkelkind beschert hat und das war meine Mutter. Jetzt gibt es ja nicht nur die Begegnungsstätte, es gibt ja Schulen, es gibt ja Straßen, die benannt sind und ich finde auch, es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit weiß, wer Heinrich Zille war. Nun, Zille ist ja nicht nur 80. Ehrenbürger dieser Stadt, sondern er ist eine Institution für diese Stadt geworden. Ich erinnere da immer gerne an München, an Valentin. Sie können nach Bayern, nach München gehen, da gibt es keinen Weg an Valentin vorbei. Leider Gottes ist es in Berlin nicht ganz so.
In Berlin wird zwar der Name Zille, wie Sie schon sagten, Zille Schule, Zille Weg, Zille Schmiede, Zille Destille, wird alles gerne genutzt. Aber so richtig lieben tun ihn die Berliner wohl das Volk, aber wahrscheinlich noch nicht so sehr die Leute, auf die wir angewiesen sind, nämlich der Senat. Heinrich Zille wurde 1858 in Radeberg bei Dresden geboren. Obwohl er nur 9 Jahre dort lebte, ist man bis heute mächtig stolz auf ihren Sohn. Ja, wir versuchen schon so ein bisschen Identität und Zille zu vereinbaren. Also wir haben ganz viele Gebäude, die mit Zille in Verbindung stehen. Wir haben das Geburtshaus, wir haben das Wohnhaus, das spätere. Er hat ja nur bis zu seinem 4. Lebensjahr in Radeburg gewohnt. Wir haben ein Heimatmuseum, ein sehr prägnantes Gebäude im Zentrum der Stadt, wo wir eine dauerhafte Zille-Ausstellung haben. Wir haben die Oberschule, die nach Heinrich Zille benannt wurde. Wir haben den Zille-Bunker, den Jugendclub. Wir haben den Hort, wo die Zille-Kids sind. Wir haben die kleinen Zille-Gehören. Also wir haben ganz viel, was mit Zille in Verbindung zu bringen ist. Aber wir haben natürlich auch Denkmale im Zille-Hain. Unser Stadtpark ist nach Zille benannt. Also Sie merken schon, überall trifft man auf Zille in Radeburg. Und natürlich die Heinrich-Zille-Straße, wo das Rathaus steht. Oh, super. Das sollte eigentlich nach Zille benannt werden, Radeburg. Ja, Heinrich-Zille-Stadt. Wir schreiben immer Geburtsstadt von Heinrich Zille. Also so selbstbewusst sind wir dann schon. Dagmar Friedrich von Zille. Und Heinrich Zille, was ist das für eine große Bedeutung? Das ist einfach, wenn man sich das anschaut, ist ja besser als heute manche Zeitungen sind, weil viel aktueller war er, viel kritischer war er, hat sich nichts verbieten lassen, hat sich mal besoffen, hat mal die Kinder verkloppt, hat mal die Nutten hofiert. Also ich meine, das besser geht's ja gar nicht. Und wenn man sich das anschaut, ob Fotografie oder alles, was er gemacht hat, ist so fantastisch. Wir haben sogar auch was davon zu Hause. Das berühmte Zillebuch hat natürlich jeder zu Hause. Und bin ganz glücklich, dass es hier so läuft und bin immer auch dabei, überall über Berlin und natürlich über Zille zu quatschen. Schirmherr ist die Radiolegende Nero Brandenburg. Jetzt erzählen Sie mal über Heinrich Zille. Wie ist er durch Berlin gegangen? Wie würde er heute durch Berlin gehen? Zille war ein aufmerksamer Schreiber, ein Journalist eigentlich, so wenn man es will. Wenn man an dieses Bild denkt, wo die Kinder im Hinterhof spielen und oben aus dem 4. Stock schaut die Mutter und eins von den Jüngern schreit hoch, Mutter, haben Brombeeren Beine? Und die Mutter ruft von oben runter, nee, Brombeeren haben keine Beine. Das Kind wieder nach oben, na dann hat Trutchen eben 2 Mistkäfer gefressen. Und das gibt es, wenn man als Beobachter durch Berlin läuft, heute noch. Das heißt, ja, Zille lebt in uns allen, irgendwo. Wir wissen etwas, ja, ein Beispiel. Irgendwo hinter Hof Kreuzberg spielen auch Kinder wieder auf dem Hof, war im letzten September so. Und ruft einer nach oben, bei oben im 4. Stock steht ein türkischer Mitbürger am Fenster und schüttelt seinen Teppich aus. Na, was ist denn los, Ali? Springt da nicht an. Ja, der hat die Geschichte vom fliegenden Teppich so umgemünzt. Das ist doch Zille. Heute im Jahre 2017, im letzten Jahr, weil jetzt ist Winter, da wird kein Kind mehr auf dem Hof spielen. Nein, 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 nein. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das Plakat aus dem Jahre 1958 zeigte auch, dass Heinrich Zilles Geburtstag immer gerne in Berlin gefeiert wurde. Das ist Zille, der Zeichner unserer Großstadt. Das war dein Milieu. Das Konzert mit den größten Hits von ABBA und Bonnie M. Wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen, dann sind die 70er Jahre zum Greifen nah. Die Disco-Hits der beiden Cool-Bands nimmt das Publikum mit auf einer Zeitreise in das schrillste Jahrzehnt des Jahrhunderts. Die ausgelassene und poppige Bühnenshow mit den Erfolg-Hits garantiert beste Stimmung und animiert zum Mitsingen. Am 19. und 20. Januar vereint Produzent Bernhard Kurz ABBA und Bonnie M. im Admiralspalast. Der Tribute zu ABBA und Bonnie M. kommt demnächst im Admiralspalast. Erzählen Sie mir mal.
Ja, es sind die zwei erfolgreichsten Bands der 70er Jahre, die Nachfolger der Beatles. ABBA fing an mit 72, 73, dann folgte die deutsche Antwort praktisch auf die Beatles, Farian mit Boney M. Und ja, die Hits sind einfach bis heute unsterblich und wir bringen die Leute zurück in die 70er Jahre. Wir sind hier für 2 Tage am 19. und 20. Januar im Admiralspalast. Welche Songs jetzt zum Beispiel von ABBA werden wir hören? Na, auf alle Fälle Dancing Queen, Mamma Mia, das sind natürlich die unsterblichen Hits. Ich meine, das ist ein Hit nach dem anderen eigentlich, ein Feuerwerk von Hits, die ganzen 2 Stunden. Es wird alles live gesungen, ja, bei uns, bei Stars in Concert, alles was wir produzieren, wird live gesungen und Boney M natürlich, Rasputin oder Belfast oder One Way Ticket, Daddy Cool natürlich, Daddy Cool, Farian, ja, also ist eigentlich ja, Zeit zum Feiern im Admiralspalast. Ne? Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen sowie online unter ticketmaster.de, eventteam.de. Jetzt gibt es erstmal eine klitzekleine Pause. Ja.